Jo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und heute gibt es mal wieder ein neues Experiment, Leute, ihr könnt es schon im Hintergrund sehen und zwar werden wir heute testen, welches Auto am weitesten diese Treppe hochkommt. Es gibt verschiedene Level, das maximale Level ist Level 15, Leute, und welches Auto da oben hinkommt, das ist ja komplett geisteskrank. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da und schreibt mehr Experimentideen unten in die Kommentare, aber ich bin heute nicht alleine am Start und zwar heute noch mit Russik. Wo bleibt denn der Paul Berger? Warte mal, komm. Hey, Bro, ich bin unterwegs. Ey, heute Russik, seit wann kommst du denn nur mit einem Fahrrad hier angeradelt, Bro, Junge? Kein Geld mehr. Ich habe Experimente verloren, musste mein ganzes Geld hergeben. Ey, aber heute kannst du Geld gewinnen, weil der Gewinner kriegt wieder 10 Millionen GTA-Dollar. Alter, das brauche ich, Bruder. Guck mich an, ich will nicht mehr Fahrrad fahren. Ja, das glaube ich dir. Russik, ich habe hier schon wieder einige Autos vorbereitet, die wir heute testen werden. Aber ich würde sagen, wie immer wird das Random Vehicle Battle entscheiden, wer ein Fahrzeug aussuchen darf. Wir fangen hier mit dem Level 1 an, und zwar Lamborghini versus Bugatti. Aber ich würde sagen, Russik, jeder spawnt jetzt einfach mal ein random Vehikel und der Gewinner darf dann entscheiden, welches Fahrzeug er nehmen möchte. Bist du bereit? 3, 2, 1, let's go! Let's go! Wow! Ey, Mann, easy! Easy, Motorrad, Leute, das ist Game Changer. Motorrad ist einfach schon wieder zu wild. Ich würde sagen, komm, fang einfach mal an. Fahr einfach mal, Russik. Ja, super, was soll ich hier anfangen? Er bleibt ja jetzt schon hängen und wir machen einfach Wheelie! Yippie! Level 4. Level 5 wird, glaube ich, ein bisschen schwierig mit Motorrad, aber ich bin schon mal bis Level 4 gekommen. Russik, der hängt da unten noch. Oh, er macht die Rückwärtstaktik, aber... Bring gar nichts hier. Ich glaube, viel weiter kommt er nicht. Bei welchem Level bist du? 3 oder so? Ja, 3. Er ist super. Level 3. Warte mal, wir testen mal, ob wir noch ein bisschen weiterkommen mit Motorrad. Und zwar Wheelie Action. Ja! Wow, wir haben Level 5 geschafft. Wheelie Action. Ach, ich glaube, jetzt ist vorbei, Leute. Das ist ja höher, als wir selbst sind hier. Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr hoch. Aber das Motorrad bis Level 5, Russik nur bis Level 3. Das heißt, 1-0 für mich, Leute. Und ich darf entscheiden, welches Fahrzeug ich nehmen möchte. So, wir fahren mal wieder zurück an den Start. So, Russik, 1-0 für mich. Was ist da los, Junge? Ja, Bro, was soll ich machen, wenn du ein Motorrad hast und ich sehe diesen fetten Jeep? Weißt du was? Ich muss mal kurz gucken. Es sind halt beides Sportwagen, aber welcher ist ein tiefer oder höher, beziehungsweise? Ich glaube, der Bugatti. Ich werde den Bugatti nehmen. Ich glaube, der sieht für mich ein bisschen aus, als wäre der ein bisschen höher. Der hat auch so ein bisschen größere Reifen. Ja, und hat größere Reifen, genau. Okay, dann schauen wir mal, Leute, ob der Bugatti hier weiterkommt. Wir finden es raus. Let's go, Russik! Russik im Lambo, ich im Bugatti. Oh. Hä? Noch nicht? Er hat's geschafft. Bin ich doch besser. Hä? Alter, der Bugatti ist... Oh, komm. Wow. Oha, ja. Was? Okay, hier habe ich mich noch drüber geklitscht quasi. Oh nein, ich verliere schon meine Frontstoßstange. Aber egal, das ist erlaubt. Warte mal, vielleicht die Rückwärtstaktik. Ich teste erstmal nochmal vorwärts. Nein. Oh. Ich mache jetzt mal die Rückwärtstaktik. Das ist echt schwierig. So, das komm. Bugatti versus Lambo. Beides halt Sportwagen. Beide kommen hier nicht wirklich hoch bei der Kante. Alter. Okay, jetzt mache ich die Rückwärtstaktik. Ich gebe es auf. Ich komme nicht jetzt hoch. Jetzt kommt ich. Russik, versuch du noch einmal. Aber er schafft es auch nicht. Ja, gut, Leute. Das bedeutet, keiner kriegt den Punkt, wenn wir auf gleichem Level sind. Das heißt, es steht immer noch 1-0 für mich, Leute. So, Russik. Ja, 1-0 immer noch für mich. Wir machen weiter mit der nächsten Stufe. Und zwar McLaren versus BMW M4 aufgetunt. Aber ich glaube, der ist sogar ein bisschen tiefer gelegt. Ich würde sagen... Random Vehicle. Ja, klar. Natürlich wieder Random Vehicle. Diesmal... Wirst du mir ein Auto spawnen und ich werde dir ein Auto spawnen. Also hoff besser, dass du was nicht so Gutes kriegst, was du jetzt hier spawnst. Bro, ich gebe dir jetzt einen schönen, schönen, fetten Jeep. Oh. Hey, ich glaube, ist aber gar nicht mal so schlecht, Leute. Der ist relativ hochgelegen. Ich hoffe, ich gebe dir jetzt so ein richtiges kleines Go-Kart. Oh nein! Ich weiß jetzt nicht, ob ein Mofa gut ist. Ja, aber ich glaube, du kannst damit Wheelies machen. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Bleibt spannend. Was denkt ihr? Welches Fahrzeug kommt weiter? Das Mofa oder der große LKW? Du hast sogar vorne so eine Schutzfläche. Ja, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Ich glaube, da bleibe ich eher mit hängen. Wir werden es jetzt mal rausfinden. Level 1 schaffen beide. Ich bleibe schon bei Level 2 hängen. Ey, come on. Nein, ich bleibe jetzt hier schon hängen. Ich glaube, du musst rückwärts fahren mit dem Ding. Ja, ich glaube auch. Wir machen mal den Rückwärtstrick, Leute. So, komm jetzt aber. Ach, nein, aber das hat auch hinten so ein Schutzblech. Nee. Er ist jetzt schon vorbei, Leute. So schlecht. Russik, fetzt da hinten rum. Denkst du, du schaffst noch bis Level 4? Nee. Da hört es aber auch auf bei Level 4 mit dem Mofa, Leute. Nee. Warte, wir beobachten mal kurz, Russik. Versuch nochmal, fahr nochmal dagegen. Okay, ich gebe nochmal mein Bestes. Versuch nochmal, ob du da hochkommst. Der Wheelie ist so richtig klein und süß, guck. Okay, bei dem Mofa ist auch bei Level 4 Schluss.
Beziehungsweise, nee, Level 3. Level 4 hat er ja nicht geschafft. Aber das bedeutet, es steht 1 zu 1, Leute. Also ihr merkt schon, es ist noch alles offen. Es bleibt spannend hier bei dem Treppenbattle. Okay, Rustik, du bist weitergekommen als ich. Das heißt, du darfst entscheiden, McLaren 720S oder BMW M4. Welchen nimmst du? Sehr, sehr schwierig. Ich sag dir ehrlich, ich bin BMW-Fan, ich nehme BMW. Oh, okay. Ich weiß auch gar nicht. Ich hab sogar das Gefühl, der ist ein bisschen tiefer. Aber Leute, welches Fahrzeug wird hier weiterkommen? Okay, oh, Level 2. Wow! Man muss natürlich sagen, Level 2 ist auch schon, ist zwar erst Level 2, aber ist trotzdem schon ein krasser Bordstein. Und dann Level 3. Nee. Komm. Komm, Level 3 muss ich schaffen. Ich brauche den Punkt, Leute. Nein, im Rückwärts. Ich schaffe ihn. Aber selbst Level 3 ist halt einfach schon höher, als mein McLaren gefühlt ist hier. Ich komme auch nicht hoch. Komm, versuch's noch einmal. Okay, jeder noch einen Versuch. Leute, komm, McLaren Power Mac. Nee. Ey, er wollte über mich drüber fahren. Du kleiner 31er. Aber ich glaube, wir hängen beide hier bei Level 2 fest. Ey, es geht gar nichts mehr. Ey, das hier, bedeutet, Mann. Leute, es steht immer noch 1 zu 1. Und wir machen weiter mit einem random Vehicle Battle. Russig. Ich würde sagen, jetzt darf jeder sich 2 Fahrzeuge spawnen. Und dann darf man sich 1 aussuchen von diesen Fahrzeugen. Bist du bereit? Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, Vehicle Spawner. Erster. Oh nein, das ist nicht gut. Alter, der ist ja ultra tief. Der kratzt ja voll auf den Boden. Je. Okay, ist schon mal ein bisschen besser. Und mein zwei. Oh nein, auch so ein bitte sportliches ein Auto. Ist das nicht der. Nee, fast ähnlich, ähnlich. Fast gleich. Also ich nehme auch. Ja, ich nehme den auch. Okay, Leute, es bleibt spannend. Ich habe irgendwie so ein, keine Ahnung was das ist, ein Nissan irgendwas und er hat ein Nissan irgendwas, keine Ahnung was. Aber Leute, ich würde sagen, wir finden es mal raus, wer hier höher kommt. Ja, und ey, Bruder, Level 2 ist immer schon so krass für diese... Ey, was ist das denn? Ey, Leute, es wird natürlich später noch richtig spannend, weil wir das auch mit Monster Trucks noch testen, aber die normalen Autos, die bleiben halt einfach hier schon viele hängen, ey. Alter, ja, ich will den Punkt jetzt hier mal haben, ey. Ich hab ihn gleich. Es steht 1 zu 1, das kann ich nicht so stehen lassen, Leute. Ja! Warte. Ich hab's auch geschafft. Warte. Also ich hab's geschafft, Bruder. Warte. Was machst du hier? Warte, ich bin von der Rampe runtergerutscht. Tschüss. Warte, ich hab's gerade eben geschafft. Ich werd's wieder schaffen im Rückwärtsgang. Russe kriegt den Punkt nicht. Hä, warum schaffe ich denn nicht? Du wirst es nicht schaffen. Oh nein, Leute, warum schaffe ich's denn jetzt nicht mehr? Gerade eben hab ich so... Ja! Okay. Und ja, super. Ja! Let's go! Oh mein Gott. Das so gut, mit Rückwärtsgang geht's bei mir irgendwie voll gut. Oh mein Gott, das Auto ist ja voll... Ey, der bounced immer so ein bisschen hoch. Ich könnte sogar hier Stufe 4 schaffen. Warte mal. Ey, das gibt's doch nicht. Komm. Nee, hier ist vorbei. Ich glaube, hier ist vorbei. Hier komme ich nicht mehr hoch. Aber ich bin Level 3. Rustag ist nur Level 2. Das bedeutet 2-1 für mich. Ey, Mann. So, Rusik Pupsik. Das bedeutet, wir kommen zur nächsten Stufe. BMW i8 gegen A-Klasse. Gegen Mercedes A45 AMG. Ich muss mal hier kurz gucken. Ich darf ja entscheiden. Ich werde die A-Klasse nehmen. Oh, Rusik im BMW i8 gegen die A-Klasse. Was ist besser für Stufen hochzufahren? Oh nein. Der BMW und natürlich. Nein, ich hätte den BMW nehmen sollen. Nein! Ja, was? Er kommt sogar noch die nächste Stufe hoch. Was geht denn bei Russack ab? Warum ist der BMW denn so krass? Er kommt hier sogar noch fast Level 4 hoch. Ey Leute, ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen die Tricks aktivieren. Komm, die A-Klasse. Die kann doch bestimmt im Rückwärtsgang voll gut hier so Treppen hochfahren. A-Klasse. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mich absolut fürs falsche Auto entschieden. Oh. Ja, so, Bruder. Ich glaube, ich schaffe sogar die nächste Stufe mit einer Menge. Nein. Ja, das Auto kann nicht. Ja. Er schafft es halt wirklich. Ey, Bruder, ich hänge hier schon bei Level 2. Oh mein Gott, guck dir das an. Nein, hier ist zu hoch. Ich hänge hier schon bei Level 2. Mann, ey. Ey, das ärgert immer besonders, wenn man sich sogar entscheiden konnte und sich dann auch noch schlecht entschieden hat. Okay, Russack, Random Vehicle Battle. Diesmal müssen wir beide das kleinere Auto nehmen. Also jeder spawnt 2 Fahrzeuge und man muss das kleinere von beiden nehmen. Okay, er spawnt ja immer ein U-Boot. Ich würde sagen, du darfst nochmal. Okay, einmal das da und das da. Oh, ich glaube, der McLaren ist kleiner. Oh, er muss einen Sportwagen nehmen, Leute. Jetzt ich. Oh nein, das ist auch ein Sportwagen. Corvette. Der ist schon tief, ey. Ah, nein. Das Problem ist, es wird nicht mehr... Oh nein. Ich hätte so gerne... Ey, der sah gut aus sogar, ne? Ey, der ist ja übernice. Das ist so ein, dieser All-Terrain E-Klasse von Mercedes. Oh, der wäre so gut gewesen. Ja. Kopf hoch. Let's go, Russa, komm. Oh. Ja, okay. Komm, hochklitschen. Okay. Oh, er kommt schon ins nächste hoch.
Okay. Oh nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Oh Corvette, Corvette. Nein, bei mir ist hier irgendwie schon Schluss, Leute. Komm. Ja. Nein, nein, ich habe Heckantrieb. Warum hat dieses scheiß Auto Heckantrieb? Ich hänge hier und komme nicht nach vorne. Nein, ja, nein. Ich könnte vielleicht sogar noch die nächste Stufe schaffen. Warte, ich versuche noch einmal im Rückwärtsgang, Leute. Das habe ich noch nicht getestet. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann geht der Punkt an Russack. Oh mein Gott, nein. Oh, jetzt bin ich sogar hier noch die nächste Stufe. Oh mein Gott, ich bin nicht so schlecht. Ich bin sogar noch die nächste Stufe runtergefahren. So, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Oh, warte, Rückwärtsgang? Er bounced nach oben. Damit könnte man arbeiten. Ich glaube, ich kann mit dem Rückwärtsgang arbeiten. Und... Nein, nein. Ey, Leute, ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich komm. 3-2 für dich. 3-2 für mich. 3-2 für Russack und er darf das nächste Fahrzeug entscheiden. Ey, nein, 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 Leute. So, Russack, als nächstes kommen wir einmal zu einem Go-Kart oder zu so einem Mini-Auto. Sind beides, würde ich sagen, nicht so die perfekten Auto für die Treppenexperiment hier. Aber du darfst dich entscheiden. Was nimmst du? Ich nehme das Go-Kart einfach okay, mal. Okay, Russack nimmt das Go-Kart. Ich nehme diesen Mini-McLaren hier oder was das sein soll. Okay, Russack, komm mal hier, Level 1. Okay, Level 1 habe ich. Level 2. Oh! Ja, komm! Ja! Level 2! Oh nein, 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 nein. Ich hänge hier, ich hänge hier. Level 2 noch nicht geschafft. Oh, mit 8 und Krach habe ich das Level 1 sind so geschafft. Schlecht, wir kommen... Oh. Ja! Level 2! Level 2! Oh! Ey, das ist voll gut. Das Ding klitscht sich irgendwie immer so nach oben. Komm. Nee, das gibt's doch nicht. Russack, kommst du bis Level 3? Ich hoffe nicht, Leute. Ich hoffe nicht, dass er bis Level 3 kommt. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Nein, er hat's auch geschafft. Oh, jetzt muss ich hier nochmal Gas geben, Leute. Jetzt muss ich hier nochmal Gas geben. Komm. Ja. Nein. Beide bis Level 2 und keiner kriegt den Punkt, Leute. So, Russack, es steht immer noch 3-2 für dich. Als nächstes kommen wir hier zu diesen Fahrzeugen. Nein, wir kommen Random Vehicle und wir machen erstmal Random Vehicle Battle. Was willst du? Wir spawnen 3 Autos jeder und man muss das längste nehmen. Das längste, okay, gute Challenge. 3 Autos. Okay, ich habe ein riesiges Schiff gespawnt. Oha, was ist das denn? So lange meinte ich jetzt auch nicht. Okay, dann haben wir hier 1. Okay, das zählt auch nicht. 2. Ey, Mann, warum kommen denn so crazy... Lol, was sind... Hä? Oh mein Gott, nein. Ich habe voll die crazy Fahrzeuge. Was ist das denn? Oh mein Gott, du hast ein Hybrid. Das ist irgendwie so ein Chat-Auto oder sowas. Oh, Leute, wir gucken uns jetzt mal an. Ich muss ja das längste nehmen. Warte mal, hier. Die sind alle circa gleich lang. Ja, okay, dann sagen wir, du darfst dir eins aussuchen. Okay, komm. Ich nehme dieses Chat-Auto. Oh, Leute, ich hoffe, das ist krank, aber das jetzt Chat-Auto. Bin ich erstmal dran. Guck mal, ja, was komm, ich mach bekomme. Du mal 3 Stück. Bam! Oh, Krankenwagen. Oh, der ist auch relativ lang. Der ist relativ... Oh, okay, auch den... Russack muss den Krankenwagen nehmen. Oh, Leute, ich könnte jetzt mal wieder hier was gut machen. Hä, was machst du da? Fährst du mal los, oder? Ja, ich fahre hier. Hä? Hey, am Boden bleiben. Hallo. Alter, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich hier im Rumfliegen bin. Aber warte mal. Kann ich nicht mit dem Chat-Auto... Alter, was ist das? Wir sehen uns dann ganz oben, Russick. Leute, ich habe so ein Chat-Auto bekommen. Hey, das ist ja voll nice. Ey, Leute, irgendwie das Ding kann fliegen. Wir fliegen einfach mal bis aufs höchste Level und dann lachen wir Russack aus, weil wir ganz oben sind und er nicht. So, okay. Und zack, Leute. Ich bin ganz oben auf dem höchsten Level bis Level 15 gekommen. Russick, wie sieht's bei dir da unten aus? Ich habe keine Lust mehr hier. So, wir gucken mal kurz, was bei Russack abgeht. Bei welchem Level hängst du da unten? Bei der Level 4. Bei Level 4. Und da kommt er nicht, wie er den Krankenwagen tritt. Das bedeutet, Leute, 3-3. Und Russack, das bedeutet, ich darf das nächste Fahrzeug entscheiden. Boah, ist jetzt hier eine gute Frage. Das ist einmal irgendwie so ein Konzept-Mercedes-Auto oder so ein Dreirad. Die Reifen sind aber cool. Ich weiß, es ist schwierig, ganz, ganz schwierig zu sagen. Weißt du was? Ich versuche einfach mal dieses Mercedes-Auto. Ja, okay. Ich versuche mein Glück. Das andere ist zwar mehr Offroad-mäßig, aber ich hoffe, dass das Ding irgendwie mehr Power hat. Oha, was sind das für coole Reifen hier? Okay, dann testen wir mal, wer hier weiterkommt. Russick im Dreirad, Offroad. Oha! Wow. Oh nein, nein, ich habe mich falsch entschieden. Ich merke doch schon. Ich merke doch schon, ich habe mich falsch entschieden. Ja, perfekt. Ich hänge einfach schon bei Level 2. Das war mal wieder nicht die richtige Lösung. Oh, nein, nein, nein. Offroad. Ey, Bruder, das Ding... Ey, das ist ja total scheiße. Ich hänge hier schon bei Level 2. Okay, weißt du was, Russack? Du kriegst den Punkt. Russack ist bei Level 5.
Das bedeutet 4 zu 3 für Russak. So, warte, Random Vehicle Battle. Random Vehicle. Ich mache jetzt folgendes. Ah, ja. Jedes Pol 2 und aus meinen 2 suche ich für dich eins aus und aus deinen 2 suchst du für mich eins aus. Okay, finde ich gut. Okay. Dann machen wir das mal. 2 Fahrzeuge spawnen, 1, 2. Ja, bitte gib mir den Traktor, komm schon. Na, komm safe nicht. Ich gebe dir auch was Gutes. Oh nein, Alter. Ich geb dir einen Monster Truck sogar, hey. Oh, na, ey, gib mir so ein Spielzeug Monster Truck. Ey, Mann. Ich geb dir einen Monster Truck, wenn du den Traktor. Nee. Du nimmst hier schön den da, diesen, keine Ahnung, was das ja, ist. Ja, dann kannst du deinen kleinen Monster Truck. Alter, Leute, Glück. Was ist das denn? Das ist voll das Mini-Auto. Ich werde doch nicht mal ins erste Level kommen damit. Ey, ich. Oh mein Gott. Einfach die zweite Kante ist schon größer als mein Auto überhaupt. Ciao, Bruder. Oh nein! Oh, er kommt ja wenigstens bis Level 2, Russik. Warte mal, vielleicht können wir hier uns so ein bisschen hochtricksen. Bleib mal unten, Kleiner. Warte. Nein! Leute, ja. 5 zu 3 für Russik. Ey, Mann, dieses Mini-Auto, was will man damit auch? Russak, das bedeutet, du darfst hier die nächsten Fahrzeuge aussuchen. Auch sehr interessant. Wir haben ja einmal das Präsidentenauto, Leute, vom amerikanischen Präsident. Diesen Beastwagen, Leute, so ein Panzerfahrzeug. Oder hier einen Wasserwerfer. Welches Fahrzeug entscheidest du? Ich nehme mal den Wasserwerfer. Krass, okay. Ich hätte gedacht, du nimmst die Limousine. Dann testen wir mal, welches Fahrzeug besser ist. Weg mit dir! Mach dich sauber! Ey, danke, dass du mein Auto noch ein bisschen putzt. Okay, also Level 1 gar kein... Oha! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war so eine dumme Entscheidung. Digga, ich hab's auch nicht verstanden, weil du hast ja vorne auch diesen komischen Schneeschieber da dran. Ja, und deswegen bin ich auf die Rückwärtslage gegangen. Und jetzt hänge ich hier. Oh nein! Nein, er ist gleich Level wie ich. Oh mein Gott. Okay, oh mein warte, Gott, warte. Aber ich kann auch noch die Rückwärtsmeter aktivieren. Und. Nein, ich schaff's auch nicht. Gleichstand, Leute. Immer noch 5 zu 3. So, Russik Pupsig. Ich würde sagen, weil ich weniger Punkte habe als du, darf ich das nächste Fahrzeug entscheiden. Okay, wieso ist das jetzt die Regelung? Ja, das ist halt jetzt hier die Regelung. Als nächstes haben wir hier einen G-Klasse Polizei 6x6, Leute, sehr nice. Oder hier so ein Militärtruck mit Kettenantrieb. Boah, ist gar nicht mal so eine, ich weiß gar nicht mal, was unbedingt besser ist mit dem Kettenantrieb. Hinten könnte auch echt krass sein. Weißt du was, ich werde einfach mal das Militärfahrzeug nehmen. Ich hoffe einfach mal, dass der Kettenantrieb gut ist. Ja, Bro, ich habe irgendwie Hoffnung, dass dieser Kettenantrieb im Rückwärtsgang gut ist. So, dann hoffe ich mal auf die G-Klasse, ja. Komm, wir testen es, Leute. G-Klasse gegen Militärfahrzeug, Kettenfahrzeug. Sehen wir es an. Okay, jetzt hier hänge ich schon. Russik kommt jetzt erstmal weiter. Oh komm, ich muss jetzt hier den Kettenmodus aktivieren. Ich hoffe, das bringt jetzt mal was. Ah, Leute, ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. Nein. Nein, Leute. Das ist ja total scheiße, was ich hier schon wieder genommen habe. Oh nein. Ciao. Ja, aber warte. Ja, ich kann hier warten, wie viel du willst. Du schaffst niemals Nein, hier. Okay, jetzt hier ist Schluss. Nein, ich bin nur Level 3 gekommen. Erst sogar Level 5, Leute. Guck mal, die Rückwärtsmeter. Ah, Leute, nein, das bedeutet 6 zu 3 für Russik. Warum habe ich mich für dieses Kackding hier entschieden? So, Russak, ich würde sagen, als nächstes wieder Random Vehicle Battle und jeder spawnt einfach wieder sein Fahrzeug. Bist du bereit? Okay, ich bin 3, 2, 1, let's go. Hey, was ist das? Okay, warte, das zählt nicht. Oh nein! Er kriegt einen Truck und nicht nur so eine Bummikiste, ey. Komm mal lieber, Kleiner. Oh, aber vielleicht kann das ja was hier. Wow! Oha. Okay, warte mal, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Was explodiert da? Hä? Was ist das denn? Nein, ich hänge hier. Rudi, auf Wiedersehen, Rückwärtsgang mit. Ich hänge hier auch. Lol. Doch, ich kriege ihn. Nein. Was ist da? Mann, er schafft's mit seinen großen Reifen. Was soll das denn, ey? Ja, Leute, ich hänge hier schon wieder. Ach, das ist doch hier Moch, Digga. Was ist denn hier los heute schon wieder? Ja, komm, Russak, Punkt geht an dich. 7 zu 3, du darfst nächstes Fahrzeug entscheiden. Der hat größere Reifen, aber dafür vorne so ein ekliges Ding. Ich sag dir ehrlich, ich nehme es trotzdem. Okay. Ich bin mir auch nicht... Ja, aber ich glaube, der Rückwärtsgang wird krass sein bei dir, weil da ist nichts in der Nähe von den Reifen. Das hoffe ich auch. Ich glaube, Russak wird krassen Rückwärtsgang-Modus haben. Was? Ich bleib schon hängen. Okay, hier rein vorwärts ist, glaube ich, meiner besser, aber guck mal, Rückwärtsgang. Er hat da nichts in der... Da ist nichts im Weg von den Reifen. Er wird safe überall hochfahren können. Was? Hä? Ja, okay, warte mal, aber das bedeutet, wir hängen hier beide bei der gleichen Stufe und kommen nicht weiter. Geht nicht. Okay, immer noch 7 zu 3, Leute, die Trucks hängen auf Level 2. Boah. So, Russik, bist du bereit für die nächste Random Vehicle? Ich mach dir einen Vorschlag, ja? Ja. Guck mal, ich führe ja mit 4 Punkten. Ja.
Nächste Runde gibt 3 Punkte, aber es werden 5 Autos gespawnt und jeder darf sich eins davon aussuchen. Boah, okay. Es ist so ein krankes Gamble, aber es geht um viel. Das ist krass. Okay, also jeder darf 5 Fahrzeuge spawnen. 5 Fahrzeuge. Okay, 1. Okay. 2. 2. 3. 3. 4. Oh, 5. Okay. Okay, jetzt bin ich dran. Mach du deine 5? Bist du ready? Ich bin ready. 1. Okay. 2. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Er hat durchgespielt. Er hat durchgespielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat durchgespielt, Bro. Er kriegt das Ding. Oder? Oh mein Gott. Ich habe ein Lego Bugatti Rocket Mocket Pocket. Er hat die Rocket Edition. Okay, das war's komplett, Leute. Ich habe Motorrad. Ich bin auch ganz gut zufrieden damit. Aber Rocket Auto, da kannst du dich ja unendlich hochboosten, Leute. Oh, Brudi, aber geht's dir gut? Zumindest schon mal Level 4. Geht's dir eigentlich gut da? So. Ich sehe, du fällst schon hin. So. Okay, wir machen eine kleine Regelung. Du darfst aber nur 3-mal Rocket benutzen. Ach, gar kein Problem. Und wenn du runterfällst, bist du raus. Warte mal, ich komme ja nicht mal auf die 2. Stufe. Aber warte, du kannst Rocket-Modus aktivieren, oder? Aber der ist zu tief. Der ist zu tief. Warte mal, ich schaff das. Erstmal. Boah, das Problem ist, dieses Motorrad ist voll schlecht für Reels machen. Ja, so. Okay, da werde ich nicht hochkommen. Jetzt kommt die Taktik, ja? Jetzt, er macht die Taktik aller Taktik. So, jetzt werden wir uns leicht in eine Schräg. Ich häng fest! Ja, macht doch Rocket-Modus. Ah, er hängt voll. Voll schlecht, Russik, da hinten. Aber warte mal, ich komme auch nicht weiter. Ich würde sagen, man hat jetzt noch 2 Versuche, um weiterzukommen. Dann ist hier Schluss. Oh, okay, weiter. Er ist bis Level 10 gekommen. Bro, siehst du mich, Ja, ich sehe. Nee, bei mir ist Schluss. Aber er fliegt raus. Hey. Warte mal, wenn man rausfliegt, dann ist man doch raus, oder nicht? Wie? Ja. Ich war doch bei der 10 schon angedockt. Ja, nee, du bist runtergeflogen. Du bist das disqualifiziert. Ja, okay. Dann, wenn du so spielen willst, dann spielen wir so. Ja, das bedeutet, es steht 6-7 und ich darf das nächste Fahrzeug entscheiden, Leute. Und was nimmst du? Das heißt, ich kann auch den Ausgleich machen. Oh, beide gute Fahrzeuge. Das Ding hier ist einmal übelst schnell, Leute. Das Ding hier. Und der hat aber größere Reifen. Es ist wirklich schwierig. Ich weiß gerade gar nicht genau, was ich... Weißt du, was du nehmen würdest? Oh, weißt du was? Ich nehme den guten alten Monster Truck. Ich werde den guten alten Monster Truck nehmen. So, ich poke einfach auf die größeren Reifen. Russiks Fahrzeug hat ein bisschen mehr Power. Russak. Du weißt aber schon, dass du nur ausgleichen kannst, mein kleiner Freundchen. Ich kann nur ausgleichen. Deswegen wünsche ich dir viel Glück, aber wir sehen uns dann auf der Ziellinie vorne. Hä, warum kannst du springen? Hä, was soll denn das hier? Mach mal die Hex aus, Junge. Bruder, guck mich an, Alter. Mach mal die Hex aus, Junge. Was für Hex? Ich bin einfach ein Jump in der Monster Truck. Guck dir das an. Power. Ja. Was denn? Wo bist du, Kleiner? Wo bist du? Ja, hey, komm, der Monster Truck macht das auch gut, Digga. Sag ich dir halt sofort. Aber ob du zu mir kommst, ist dann die andere Frage. Oh, du hast irgendwelche Sprungdinge eingebaut bei dir. Ich hab nichts eingebaut. Ich bin einfach gegen die Kante und dann ist er halt hochgeflogen. Komm, kämpf. Ja. Alter, allein bis Level 6 nur im Vorwärtsgang. Alter. Jetzt machen wir hier noch die Rückwärtsgang-Action. Der ist so krass, dieses... Nein. Ey, das ist unmöglich, da hochzukommen. Warte. Ich komm, will zumindest aufs gleiche Level wie du kommen. Hier ist vor allem... Ey, Bro, warum komme ich denn jetzt gerade hier nicht hoch? Alle Brownie Champion. I'm a Champion. Ja, okay, ich geb's auf. Guck mich an, Max, guck mich an. Ja, okay, Russak freut sich. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von dem Treppenexperiment. Ich glaube, das beste Fahrzeug war tatsächlich das Rocket-Auto bis Level 10. Niemand hat es bis ganz so... Nee, das Chat-Auto bis Level 15 sogar. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt gerne Russik aus und bis dann. Haut rein, Leute, euer Crimex.